Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Shalia Stevens und ich bin der virtuelle Coach von ShaliaStevens.com, wo wir Experten und Solopreneure beibringen, wie sie sich erfolgreich auf dem Markt positionieren, kontinuierlich Kunden gewinnen und ihre Expertise zum Online-Business machen. Und in dem heutigen Video-Interview spreche ich mit Wolfgang Staudt, ein ganz, ganz toll lieber Kunde von mir. Und der, sein Thema heute wird auf diesen letzteren Bereich, wie man seine Expertise zum Online-Business machen. Wir reden nämlich über seinen nagelneuen Online-Kurs mit dem Namen Wein, Genuss, Entdecken. Das ist ein dreiwöchiger Kurs. Es startet am 20. Januar zum allerersten Mal in 2017. Wolfgang, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Shalia. Freue mich, hier zu sein. Möchtest du dich mal kurz vorstellen, Wolfgang, bevor ich dich quasi mit Fragen übersehe? Ja, ich bin ein herzgetriebener Wein-Entertainer und Wein-Journalist und habe ein ganz großes Standbein mit Wine Education. Das heißt, ich kümmere mich um all die Menschen, die sagen, ich würde gerne einen kleinen Schritt weiterkommen, rund um dieses wunderbare Produkt Wein. Ich habe im Jahr ganz viele Kurse, die man buchen kann. Und du hast es gesagt, ich möchte jetzt auch das in die Online-Welt bringen. Ja, und dieser neue Online-Kurs, vielleicht sagst du uns ein paar Worte zum Einstieg dazu. Worum wird es in diesem neuen Online-Wein-Kurs überhaupt gehen? Spannend ist, was viele vielleicht gar nicht denken, es geht auch ums Probieren. Praxis inklusive, das heißt, wir werden eine ganze Menge Wein probieren in diesem Kurs. Jeder bekommt eine Kiste hochwertiger Weine zugeschickt. Es gibt andere Praxisanteile. Wir werden sensorische Übungen miteinander machen. Drei große Punkte. Der erste Punkt, Weinsensorik, die Begegnung mit Wein intensivieren und lernen. Über die vielen sinnlichen Eindrücke, die beim Weinverkosten entstehen, auch ein bisschen zu reden. Das möchten ganz viele, nicht nur staunen, wenn sie riechen und nicht nur staunen, wenn sie schmecken, sondern auch ein bisschen darüber erzählen können. Zweites großes Thema ist der Weißwein. Wir werden also diese komplexe Welt der Weißweine entdecken. Und ich denke, nachher wird jeder, der da teilgenommen hat, ein bisschen schlauer sein, was auch seine eigenen Präferenzen und Vorlieben anbelangt. Er wird sich besser auskennen, er bekommt einen Überblick. Und drittens geht es um die Kombination von Wein und Speise. Das ist für viele auch ganz ein spannendes Thema, weil Wein wird zum Essen serviert und das kann gut passen und es kann mal nicht gut passen. Und was sind die Hintergründe für diese Dinge? Das ist der Inhalt des dritten Moduls. Sehr schön. Und Wie kann man sich das vorstellen? Weil viele sind vielleicht da draußen, die das anhören zum ersten Mal, so Wein erleben in einem Online-Kurs. Ich meine, du hast zwar gerade gesagt, dass du der Wein nach Hause sendest, aber einige sind vielleicht doch skeptisch oder überrascht, dass das in Form eines Online-Kurses geht. Also was sagst du dazu? Wie wirst du diese Herausforderung begegnen? Also Shalia, für mich war das die ganz logische Konsequenz der Erfahrung, die ich gemacht habe. Ganz wesentlich war, dass die Menschen zu mir kommen und nach 3 oder 4 Stunden, so lange dauern die Kurse in der Regel, nach Hause gehen und plötzlich auf der Bettkante fallen ihnen die ganzen Fragen ein, die sie hätten gerne stellen wollen, aber sie kamen einfach nicht drauf. Und das Thema Nachhaltigkeit habe ich immer gemerkt, das ist etwas, was man verbessern könnte. Genau darauf ziele ich mit diesem Online-Kurs. Es ist ein betreuter Online-Kurs, also kein Selbstlernkurs. Ich bin 3 Wochen voll mit von der Partie, stehe zur Verfügung für Fragen in den Webinaren, die wir einbauen, in einer geheimen Facebook-Gruppe. Und ich finde, da kann man einfach ein kleines bisschen dieses Thema Nachhaltigkeit beackern und ich lasse die Leute nicht allein. Okay. Zweitens, auch das für viele interessant, Community. Das heißt, man kann sich mit anderen zusammentun, man kann Aufgaben gemeinsam lösen, man kann in der Facebook-Gruppe miteinander ins Gespräch kommen, kann sich austauschen, kann Empfehlungen geben, sich gegenseitig helfen. Und vor allen Dingen, ich kenne immer wieder Menschen, die lieben Wein, kennen aber in ihrer eigenen Umgebung, im Freundeskreis niemand, der das gleiche Interesse hat. Es ist eine schöne Möglichkeit, hier auch andere zu treffen und die Leidenschaft, das Interesse für Wein zu teilen. Okay, das sind, finde ich, 2 ganz wichtige Dinge. Und andere sagen, man kann nicht probieren. Man kann
kann man probieren. Ich habe gesagt, ich schicke Weine zu, die kann man alleine mit Freunden in der Familie probieren, kann die Eindrücke austauschen. Ich gebe Arbeitssheets rein, die ein bisschen das auch anleiten. Und dann kann man in der Facebook-Gruppe oder später im Webinar mit mir über diese Dinge reden. Also auch probieren, also Praxis. Das, was man normalerweise nur in den Offline-Kursen vermutet, das geht sehr wohl auch online. Das geht alles online. Das ist fantastisch. Jetzt, was ich von dir weiß, ist, dass du für dich entdeckt hast, dass ein Teil deiner Arbeit, ein wesentlicher, wichtiger Teil ist, dass du mit den sogenannten Greenhorns arbeiten möchtest. Ja. Das ist ja ein englischer Begriff und der, ich glaube, auf Deutsch heißt es irgendwie grün, auch grün in die Richtung, oder? Ja, Grünschnabel oder Anfänger oder... Ja, also Greenhorn finde ich viel sympathischer als Ausdruck und es geht darum, dass Menschen, die zwar einem Wein Interesse haben, aber die vielleicht nicht die irrsinnige Kenntnisse über Wein haben, dass sie zum selbstbewussten Genießer gemacht werden. Und da, das ist quasi auch das Motto von einem Freebie von dir, aber auch von diesem Kurs. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen darüber, für wen diesen Kurs genau gemacht wurde, was verstehst du unter Greenhorn und vielleicht redest du auch ein bisschen darüber, als du über deine Zielgruppe nachgedacht hast, welche innere Herausforderungen sie begegnen, was wollen sie denn lernen, wo stehen sie denn gerade, wenn sie am Anfang sind? Also es gibt ganz viele Menschen, die mögen Wein, trinken auch gerne Wein, aber haben von sich das Gefühl, ich müsste eigentlich gerne oder ich würde eigentlich gerne ein bisschen mehr wissen. Sie spüren, dass in diesem Wein ein bisschen mehr steckt als in vielen anderen Lebensmitteln oder Nahrungsmitteln, Genussmitteln. Sie haben davon gehört, aber sie bedauern, dass sie selbst nicht ein bisschen mehr wissen. Also das beginnt beim puren Verkosten. Dass sie sagen, Mensch, ich glaube, da gibt's Aromen in diesem Wein. Ich rieche da was, aber ich kann es nicht formulieren. Sie wissen nicht ganz genau, wo sie ihre Aufmerksamkeit drauf lenken sollten. Also sie vermuten, dass sie ihre Begegnung beim Weinverkosten, beim Weintrinken enorm steigern können, dass da richtig was abgeht. Aber sie wissen nicht genau, wie es geht. Ja. Das andere ist beim Einkaufen. Sie laufen die Regale im Supermarkt lang hin und her und haben letztlich kein anderes Kriterium als der Zinnpreis oder die Ästhetik der Flaschenausstattung, der Etiketten. Oh ja, das kenne ich gut. Das ist oft eben nicht unbedingt zielführend. Nee. Also auch da wünschen Sie sich mehr Überblick. Sie würden gerne auch einschätzen können, wenn Sie das Etikett sehen, was ist nachher in der Flasche zu erwarten, wenn dieses oder jenes auf dem Etikett steht. Und viele wünschen sich auch, dass sie rund um das Handling ein bisschen sicherer werden. Also welche Weine werden bei welcher Temperatur serviert, welche Gläser empfehlen sich, die ganze Frage zum Essen, welcher Wein passt zu welchem Essen. Das sind viele Fragen, wo sich viele unsicher sind, sich gleichzeitig wünschen, mehr zu wissen, weil sie vermuten, mehr Wissen bedeutet dann letztlich auch mehr Genuss. Ja, und ich denke, das hat zwei Seiten. Das, was du beschreibst, kann ich mich total gut wiederfinden. Und ich bin zum Glück schon zweimal bei dir in verschiedenen Miniseminaren gewesen. Und ich weiß, was ich schon steigern konnte in kürzester Zeit, war Wahnsinn. Also alleine auch so, wie du sagst, so Rebsorten wahrzunehmen, Gerüche zu identifizieren. Es ist einfach für einen selber so wirklich ein Genuss. Aber dann kommen auch die gesellschaftliche Seite hinzu. Das ist vielleicht eine Sache, wo viele nicht darüber sprechen, aber egal, ob das bei einem Geschäftsessen ist oder ob das, wenn du Leute einlädst oder du bist auf einer Party oder in einem guten Restaurant und du möchtest auch ein bisschen kompetent dastehen und auch mitreden können über Wein. Es ist ja auch heutzutage ein gesellschaftlich angesagtes Thema. Definitiv. Was sind so die Situationen, wo deine Greenhorns im sozialen Kontext gewisse Schwierigkeiten haben, mitzureden mit den anderen? Was hast du da schon gehört? Ach, jeder will gerne guter Gastgeber sein. Ja. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Freunde bewirten. Das schöne Kochen ist das eine, aber den passenden Wein dazu auswählen ist das andere. Mhm. Ja, das ist quasi das i-Tüpfelchen auf die gute Gastgeberschaft. Und wenn man dann rund um diesen Wein, den man ausschenkt, sogar noch eine kleine Geschichte erzählen kann, auch ein bisschen sagen kann, wie er gemacht worden ist, über ihn das ein oder andere Wort verliert, das, glaube ich,
beeindruckt nicht nur, es führt einfach dazu, dass man sich wohlfühlt als Gastgeber und es den Gästen schön macht mit dem, was man weiß. Ja, es verbindet. Genau. Das andere ist das Parkett oder das informelle Parkett der Business-Kommunikation. Mhm. Ich bin sehr viel in diesem Segment unterwegs und ich sehe ganz genau, dass es der ein oder andere bedauert, wenn er quasi beim Smalltalk mit Kollegen so ein bisschen nebendran steht, weil er sich unwohl fühlt, weil er genau weiß, rund um das Thema Wein kann er nicht mitreden. Ja. Ich will nicht sagen, dass es notwendig ist, aber es ist teilweise tatsächlich so, dass Wein in diesem Segment eine Bedeutung hat. Viele sagen, es ist sogar eine Art Softskill geworden. Kann man der Meinung sein. Es wird vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Deswegen richte ich mich eigentlich nicht so primär auf diese Zielgruppe, sondern mehr auf die Menschen, die sagen, mir geht es um den Genuss, um die Lebensfreude. Ich will mehr Sinnlichkeit in mein Leben bringen. Das ist letztlich meine liebste Zielgruppe. Ja. Die andere bediene ich natürlich auch ab und zu. Alles klar. Also dann lass uns überlegen zusammen. Also was, du weißt es wahrscheinlich schon, aber ich frage es also ganz unschuldig. Also du hast gesagt, der Kurs geht 3 Wochen lang, beziehungsweise ich habe es auf der Landingpage gelesen, dass es über diese 3 Wochen geht. Welche Veränderung ist überhaupt in 3 Wochen möglich? Also wie oft trifft ihr euch überhaupt und was geht da überhaupt in dieser Zeit, in 21 Tagen sozusagen? Vielleicht muss man sich das nochmal vorstellen, wie das genau sein wird. Also ich habe eine Lernplattform eingerichtet für die Teilnehmer. Mhm. Auf dieser Lernplattform gibt es Videos, mit denen ich zum Beispiel auch ganz bestimmte Dinge zeigen kann. Also wie man Wein probiert, wie das geht, das Riechen, das Schmecken, das kann man tatsächlich in diesen Videos sehr schön zeigen und kann es auch im Gegensatz zu den Live-Kursen mehrmals angucken. Mhm. Es gibt Arbeitsblätter, es gibt PDFs. Das ist quasi das, was alles auf dieser Lernplattform ist und wo die Teilnehmer nicht nur diese 3 Wochen, auch über 3 Wochen hinaus Zugriff drauf haben. Okay, sehr gut zu wissen. Es gibt zweites ist wichtig, es gibt Webinare. Wir treffen uns in diesen 3 Wochen 3-mal. Und zunächst werde ich einen kleinen Input nochmal geben zu der bestimmten Fragestellung. Und die zweite Hälfte werden wir für Fragen und Antworten benutzen, weil ich natürlich weiß, dass im Laufe der Bearbeitung des Kursinhaltes Fragen aufkommen. Ja, natürlich. Und wir werden praktische Übungen machen. Im ersten Teil ist es eine sensorische Übung. Im zweiten und dritten Modul werden jeweils 3 Weine verkostet. Und es sind so aufregende Weine dabei, dass allein das schon ein Erlebnis ist, diese Weine zu Hause zu probieren. Ja. Und ich glaube, es wird sehr viel Spaß machen, dann auch diese Weine mit allen anderen im Webinar mal zu besprechen. Also die Eindrücke und Erfahrungen, die jeder macht, miteinander austauschen, weil auch da wird man häufig merken, jeder erlebt das ein bisschen anders. Also ja. Weingenuss hat viel mit Geschmack zu tun und persönlichen Vorlieben. Und ich sage immer, Weingenuss erzieht da auch manchmal ein bisschen zur Toleranz, weil man spürt, der eigene Geschmack ist nicht die einzige Möglichkeit, sondern andere erleben manches ganz anders. Ja. Also es gibt eine Lernplattform, es gibt Webinare, es gibt eine Facebook-Gruppe, wo wir miteinander im Austausch sind die ganze Zeit. Und ich hoffe, dass auch die Teilnehmer untereinander ins Gespräch kommen, einander kennenlernen und mich vielleicht gar nicht immer brauchen. Das ist schön. Also, und ich kann mir vorstellen, also wie gesagt, wenn ich nur so 2 Stunden nur mit dir verbracht habe in diesem Kontext und schon wesentlich weitergekommen bin, dass nach 3 Wochen wahnsinnig viel möglich ist. Ja, ich denke, es ist viel mehr möglich als in einem 3-stündigen Kurs, an dem du teilgenommen hast. Mhm. Deswegen glaube ich, dass die Transformation eine sehr viel größere sein wird. Man wird nachher ein besseres Gespür für Wein haben. Man wird das Handling beherrschen. Man ist seinen eigenen Vorlieben ein Stück näher gekommen. Das heißt, man hat sich selbst auch kennengelernt, was bin ich für ein Weintyp, für einen Weingenusstyp. Ich denke, da ist man deutlich weiter und hat auch einen Überblick bekommen, welche Weine in der Welt passen zu mir und meinen persönlichen Vorlieben, meinen Trinkanlässen und welche passen eher nicht. Also man hat da seinen Horizont, glaube ich, enorm erweitert, weil viele kommen und sagen, wenn ich frage, was magst du für einen Wein? Ich mag Pinot Grigio. Ja. Ja.
Und Sie, was tun Sie? Sie kaufen immer wieder Pinot Grigio. Ja. Dabei gibt es... Mein Mann ist so, mein Mann ist so, das wird... Ja, das ist ja nicht verkehrt. Es gibt wunderschöne Pinot Grigios, aber es gibt andere Weine, die ganz ähnlich von der Stilistik schmecken wie Pinot Grigio, aber sie sind einfach nicht auf dem Schirm. Ja. Und das heißt, dieser Kurs wird auch die Weine auf den Schirm holen, die ähnlich schmecken wie die, die einem bisher gut gefallen haben. Ja, das ist super. Das gefällt mir sehr gut. Und ich denke wahrscheinlich auch, ist die eine oder andere Überraschung dabei. Ich denke zurück an das letzte Treffen, wo wir uns in Bonn gesehen haben und wo wir, ich weiß nicht, wie viele Weine wir probiert haben, es waren jede Menge. Und davon waren mehrere Riesling dabei. Mhm. Und man hat irgendwie Riesling so abgestempelt mit einer gewissen Qualitätsklasse und gar nicht so doll immer. Und du hast drei fantastische, wahnsinnig unterschiedliche Riesling-Sorten mitgebracht, wo ich niemals erträumt hätte, dass das alles von dieser Rebsorte kommt. Also ich denke, solche Überraschungen sind sicher auch dabei. Ja, und ich werde auch einen Einkaufszettel im Modul 3 verteilen. Mhm. Da dürfen die Teilnehmer Käse einkaufen, ein paar andere Dinge, auch Schokolade unter anderem. Mhm. Und dann wird Wein und Schokolade, Wein und Käse, Wein und ein paar andere Produkte probiert. Verpaarungen. Ja, ich glaube auch, dass da wird das eine oder andere Aha-Erlebnis dabei sein. Das glaube ich auch. So, jetzt Wolfgang, was mich interessiert wird, weil ich bin natürlich der Virtual Coach und wir haben schon zum Eingang gesagt, es gibt viele Leute da draußen. Und ich lerne sie jede Woche kennen. Sie kommen in die Kennenlerngespräche, ich treffe die online und sie sagen auch, ich bin Experte auf meinem jeweiligen Gebiet und sie haben auch den Wunsch, mit ihrem Business online zu gehen, vielleicht mit einem Online-Kurs oder mit Online-Marketing, verschiedenste Ausprägungen. Und du gehst jetzt als Weinexperte einen ziemlich außergewöhnlichen Weg. Also meine Frage dazu zum Ersten wäre, was hat dich überhaupt auf die Idee gebracht, dass das für dich möglich ist, wo deine vielen Kollegen vielleicht noch gar nicht auf diesen Faden gekommen sind? Mehrere Aspekte. Also ein Aspekt ganz wichtig, die Nachhaltigkeit, mhm. weil ich gemerkt habe, dass die Kurse nicht so nachhaltig sind, wie ich mir das wünsche und wie viele Teilnehmer sich das auch wünschen. Ja. Manche kommen dann wieder, aber wenn sie wiederkommen, haben sie nach einem halben Jahr sowieso die Hälfte wieder vergessen und fangen fast bei null wieder an. Null wieder an, ja. Also die mal phasenweise intensivere Betreuung, das glaube ich, ist ein Motiv gewesen. Natürlich muss ich gestehen, auch die Skalierbarkeit. Mhm. Ich habe in Hochzeiten 80, 100 Veranstaltungen im Jahr. Das ist nicht mehr ausbaubar nach oben. Das ist eine Grenze, die dann auch meine Belastbarkeit betrifft. Das spürst du auch in letzter Zeit ganz doll, gell? Jetzt in der letzten Zeit, genau. Heute Nacht bin ich auch wieder ganz spät ins Bett gekommen, weil ich eben auf einer dieser Veranstaltungen. Also da denke ich auch etwas, ich kann mehr Leute erreichen, auch über die Rhein-Main-Region hinaus. Ich habe Anfragen jetzt von Wien, aus der Schweiz. Das wäre ansonsten nicht machbar bei meinen Offline-Kursen. Ja. Und ein weiterer Aspekt ist natürlich, dass ich jetzt gemerkt habe, das geht nicht von heute auf morgen. Ich habe mich einarbeiten müssen in neue Techniken. Da kommt Online-Marketing dazu. Also Herausforderungen, denen ich in dem Maße so in der Vergangenheit gar nicht konfrontiert war. Und ja. Das hat insofern auch fast ein Jahr gedauert. Ja. Oder es hat ein Jahr gedauert von den ersten Ideen bis hin zu dem ersten Kursangebot. Ganz genau. Das bringt mich auf die nächste Frage, weil ich weiß, ich meine, es wie so oft, du bist ja nicht nur mein Kunde, du bist auch Kunde von Marit Alke gewesen. Du hast bei ihr gelernt, wie man Online-Kurse aufbaut und das eben auf eine sehr nachhaltige Art. Dafür steht die Marit. Und vielleicht sind andere da draußen, die sich überlegen, vielleicht schaffe ich das auch in einem Jahr, das auf die Beine zu stellen. Und du hast gerade ein paar Dinge grob angesprochen, so Online-Kurse, Online-Marketing. Kannst du mal ein bisschen mehr in die Details gehen und sagen, was stand an bei dir im Außen? Also welche Arten von technischen Dingen müsstest du lernen und zusammensetzen können, didaktische auch? Und was waren aber auch innere Dinge, die du vielleicht erfahren durftest, wachsen durftest über das letzte Jahr? Ganz tiefer, tiefer. Sehr viel, ja.
tatsächlich sehr viel. Ja, ich sehe. Du hast mich vorhin nach der Transformation der Teilnehmer in diesen 3 Wochen gefragt. Ja. Bei mir hat auch eine Transformation stattgefunden über mehrere Monate, über ein Jahr. Frage der Sichtbarkeit zum Beispiel. Ich war gewohnt, dass meine Kurse mehr oder weniger von selbst voll werden, Mund-zu-Mund-Propaganda. Mhm. Die Offline-Welt hat irgendwie funktioniert, ohne dass ich ganz genau die Regeln kannte. In der Online-Welt funktioniert das so nicht. Du brauchst eine gewisse Sichtbarkeit, wenn du irgendwann auch Produkte verkaufen willst. Mhm. Und du musst vorher Social Proof, das ist ein wichtiger Begriff, viel, viel, viel Mehrwert auch bieten, rausgehen mit Inhalten, mit Blogbeiträgen, mit Videos. Mit Facebook Live hast du gemacht. Webinar. Das in der Summe dazu beiträgt, dass die Menschen Vertrauen zu dir bekommen und dass sie dich auch als Experte wahrnehmen. Das war ich in der Offline-Welt logisch. Ich habe, glaube ich, 6 Bücher über Wein geschrieben. Ich habe mittlerweile, glaube ich, fast 20.000 Leute in den Kursen gehabt in den letzten 20 Jahren. War lange als Journalist tätig. Da bin ich Experte, das ist völlig klar. Aber das in die Online-Welt zu transportieren, geht nicht von selbst und das muss ich erkennen. Ich dachte, das ist doch klar. Ich bin doch Experte, ich habe doch 6 Bücher und diese 20.000. Also das ist notwendig gewesen, das zu sehen und Maßnahmen zu ergreifen. Und Maßnahmen heißt natürlich auch dann, ein Konzept zu entwickeln, wie man in dieser Welt Sichtbarkeit bekommt. Du hast einen Begriff, der finde ich ganz schön, der Begriff des Marketingkuchens, ja. Mit einzelnen Kuchenstücken. Mhm. Und da hat es bei mir eine Weile gedauert, bis ich genau wusste, was sind denn meine Kuchenstücke, also meine bevorzugten Marketingaktivitäten und Kanäle, mhm. um tatsächlich, ja, um für mich stimmig nach außen zu gehen. Ja, ja. Und da hast du mir geholfen. Und ja, ich hoffe doch. Gut auf Kurs. Ich hoffe doch. Und ich meine, wenn wir eigentlich ganz zurückblicken, war es wahrscheinlich nicht ein Jahr, sondern 2 Jahre. Weil stell dir vor, letztes Jahr warst du beschäftigt mit diesen Online-Kurstechniken lernen und all das, was dazu gehört. Im Herbst gab es noch diese Zielgruppenpositionierung. Mit wem will ich genau arbeiten? Worauf fokussiere ich mich für die Online-Kommunikation, dass man da noch ein bisschen spitzer geht? Und dann, nach dem Entschluss, so jetzt weiß ich und gehe nach vorne, dann in dieses Jahr, wahrscheinlich waren es eher 2 Jahre, oder? Was denkst du, Wolfgang? Ja, anderthalb. Mhm. Ja, okay, anderthalb. So. Und ja, also jetzt haben wir ganz viel über diesen Kurs gesprochen und all das, was dazu gehört und deinen Weg dorthin. Und jetzt wäre die abschließende Frage natürlich, wo kriege ich meine Hände auf diesen Kurs? Also wir werden auf jeden Fall einen Link unterhalb von diesem Video zur Verfügung stellen, wo du darauf klicken kannst, um zu der Landingpage zu gehen. Wolfgang, was möchtest du dazu sagen? Also wie kriege ich diesen Kurs in die Hände sozusagen, die virtuelle Hände? Also der einfachste Weg ist, wir platzieren einen Link unterhalb des Videos, dann kommst du oder kommt der Interessent auf eine Seite und kann sich einfach auch nochmal informieren, um was geht es eigentlich ganz genau, wenn er das jetzt auf die Schnelle nicht alles mitbekommen hat. Ja. Kann es in Ruhe durchlesen, kann prüfen, ob das etwas für ihn oder für sie ist. Ja. Und ich kenne viele, die im Moment überlegen, das nicht für sich vielleicht zu buchen, weil sie im Januar keine Zeit haben oder weil es gerade aus anderen Gründen nicht passt. Es ist ein wunderbares Geschenk. Ja. Jetzt in der Vorweihnachtszeit vielleicht eine ganz außergewöhnliche Idee, ja. Das einem lieben Menschen zu schenken. Spannend daran ist auch, dass man es nicht alleine bearbeiten muss. Ja. Wenn die Kiste Wein erstmal angekommen ist, Mitte Januar, dann kann man natürlich auch zu zweit, zu dritt, wie auch immer, sich mit diesem Wein beschäftigen, die Aufgaben miteinander lösen. Und viel Spaß dabei haben vor allen Dingen. Viel Spaß dabei haben. Mhm. Insofern, da kann man vielleicht weiterdenken. Man muss nicht denken, man macht jetzt was ganz alleine vor dem Bildschirm Wein probieren. Das ist nicht sexy. Das stimmt. Das muss man auch nicht, sondern man kann das so machen, wie es passt.
Ja, also ich habe mich schon entschieden, ich melde mich an, Wolfgang. Ich habe schon längst vor diesem Gespräch heute. Und mein Mann natürlich versüßlichen müssen, dass er auch mal verkosten kann, von dem was kommt. Insofern, das ist ein sehr schöner Hinweis. Und Wolfgang, du bist nicht nur über deine Online-Kurse zu finden, sondern du bist ganzjährig in jeder Zeit abrufbar. Und zwar auf welcher URL, wo kann man dich finden, wenn man einfach so schauen möchte, was du machst und mehr erfahren möchte von dir und deiner Arbeit? Ach, das ist ganz einfach. www.wolfgangstaudt.com. Das ist die Seite, auf der ich im Netz unterwegs bin. Da findet ihr meinen Blog. Da findet ihr Videos, demnächst ein Podcast. Da sind meine Offline-Veranstaltungen alle zu finden, die jetzt im nächsten halben Jahr stattfinden. Und zwei Freebies, die man sich dort, oder zwei E-Books, die man sich runterladen kann. Das eine ist das mit dem Greenhorn, vom Greenhorn zum selbstbewussten Genießer. 40 Seiten, wirklich ganz, ganz viel wertiger Input. Für Menschen, die anfangen, sich für Wein zu interessieren und ein bisschen Systematik reinbekommen wollen. Und das andere, ein E-Book für Unternehmen, Argumente für Führungskräfte, wieso es sich lohnt, dem Thema Wein mehr Aufmerksamkeit zu schenken und Kunden- und Mitarbeiterveranstaltungen rund um dieses Thema zu stricken. Wunderbar. Dann besuch Wolfgang auf seiner Webseite und nochmal zum Kurs zurück. Also nochmal, es fängt am 20. Januar 2017 an. Du kannst dich davor anmelden. Ich glaube, jetzt läuft sogar eine Frühbucherphase. Jetzt läuft eine Frühbucherphase. Gell? Bis wann läuft die Frühbucherphase? Bis zum 20. Dezember. Bis zum 20. Dezember, also kurz vor Weihnachten. Es heißt Weingenuss entdecken. Es ist ein dreiwöchiger Online-Kurs mit dem wunderbaren Weinexperten Wolfgang Staudt. Also unbedingt anschauen und gucken, wie das Ganze aussieht. Vielen, vielen herzlichen Dank, Wolfgang, für das tolle Gespräch. Es ist für mich eine riesige Freude, jedes Mal mit meinen Kunden zu sprechen und zu gucken, was in einem Jahr, in anderthalb Jahren möglich ist und was man schaffen kann, wenn man die innere Entschlossenheit dazu hat, von einem Offline-Business zu einem Online-Business zu gehen. Es ist absolut möglich, auch für alle anderen, die da draußen zuhören und das als Wunsch haben. Auch für dich ist es möglich und du siehst es am Beispiel von Wolfgang, dass das geht. Vielen Dank. Danke, Shelia. Danke für das Gespräch und deine wundervolle Begeisterung. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.